Das Problem an Kroketten ist, dass die immer so unglaublich omega-heiß innen drin sind. Das heißt, du beißt so rein und innen drin zerbrennen die einfach. Du kannst die gar nicht essen, weil dann bist du so. So bist du immer, wenn du Kroketten isst. Kennt jeder. Jeder schon gehabt. Aber du willst es auch nicht aus dem Mund wieder rausmachen. Deswegen hältst du es einfach drin im Mund und versuchst zu überleben in der Zeit. Kroketten sind lecker mit etwas Geduld. Was bauen wir für Items? Was bauen wir für Items? Das ist die großartige Frage. Ja, aber wenn du 5 bis 10 Minuten wartest, dann sind die ja nicht mehr so schön warm. Ich würde gerne bei Pommes kannst du warme, schöne, heiße Pommes essen. Aber sie sind auch nicht kalt, wenn du reinbeißt. Oder zu warm oder sowas, wenn du reinbeißt. Bei Kroketten sind halt, wenn sie warm sind sie zu warm. Wenn sie kalt sind sie zu warm. Und wenn sie zu kalt sind sie nicht mehr warm. Night Harvester, ja, gucken wir mal. Könnte Night Harvester werden. Was heißt On-Hit? Ach, One-Hit. Ich habe mich auch schon an Pommes verbrannt. Bin ich gierig? Du bist ein kleiner, gieriger Fuchs. Protobad, ja, wir gucken mal. Also, wir werden heute die Gegner im Blut der Pommes-Hasser baden. Denn Pommes sind immer besser als Kroketten. So. Und besser als Kartoffeln. Nun, also. Oh mein Blut, so nein, so sanguin. Wir haben ein ziemlich gutes Team. Wir haben super viel Tankiness. Wir haben Engage. Wir haben CC. Wir haben super krasses Late Game. Deren Team ist auch nicht so bad, aber ich finde unser schon by far besser. By far. Die großartige aller Fragen ist nur, wie bauen wir? Ich bin aktuell bei Vladimir einfach nicht begeistert. Also unbegeistert, relativ begeistert. Aber wurde nicht hier dieser komische Proto-Reifenwagen Cosmo-Belt nochmal verändert? Was macht denn der jetzt nochmal? Wenn man 150 AP hat, dann kriegt man, glaube ich, permanent CDR und zack, ausgesaugt. CDR und AP oder so. Oder Movement Speed. Müssen wir gleich mal reinlunzen. Lunzen wird man ja wohl noch dürfen, oder nicht? Das Matchup gegen Zed würde ich auch sagen, ist fein. Ne? Mama, nanu, nani. Zack. Wir müssen gucken, dass wir Last hitten. Mit Doran geht es actually. Blut genommen. Zack. Zack. Und Blut genommen. Er hat Longsword, ein Longsword 3. Können wir also killen? Wir müssen. Evelyn ist etwas gefährlich, aber es geht noch. Es. Oh nein, 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 nein. Oh, knapp. Ah, nein. Okay. Ja, Last hitten muss besser werden. Sind wir ehrlich? So, die nehmen wir mit. Aber Kanonen sind ja nicht mehr so viel wert, ne? Schade drum. So, okay. Er denkt, er ist cool. Ist er nicht. Plot Twist ist er nicht. Guck mal, jetzt machen wir so. Und jetzt war der Trade richtig bad für mich. Aber ist okay. Ich bin Wladimir. Was soll der Geiz? Hier, kriegst du noch einen, kriegst du noch mit. Da, zack. Und jetzt. Oh, und. Uah. Ja, und wie sieht's jetzt wieder aus, hä? Wie sieht's jetzt aus? Brudi. Brudi. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Ich glaube, wir können ihn actually gleich. Wir töten ihn jetzt, Leute. Er ist tot. Er ist ein toter Mann. 3, 2, Slip. No, ich habe verkackt, aber es reicht. Oder habe ich nicht verkackt? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich nicht verkackt. Aber es war ein schöner Slip. Slip. Jetzt müssen wir nur gucken, dass Evelyn uns nicht tötet. Aber kann sie? Naja, wir haben keinen Pool. Aber man muss auch manchmal die Bälle zeigen. Wir zeigen jetzt mal kurz Bälle. Und gehen noch nicht Schaube. Das ist das Schöne an Vladimir, Leute. Vladimir ist ein Late-Game-Champion und ich habe einen Zed gekillt, der auch eher ein Early-Midlane-Champion ist. Und das ist so, finde ich schon, ich würde sagen, verrückt. Die Frage ist nur, was wir jetzt bauen. Erstmal brauchen wir sowieso das hier, oder? Das. Wir könnten auch Liandyrs gehen. Liandyrs, dann könnten wir CDR bauen. Also hier. Wenn ich 160 AP habe, könnt ihr gerade nicht sehen. Dann bekomme ich 20 Velocity und. Naja, also, hier. Ability Ace. Boah, 20, dann habe ich 40er. 40er! Wow! Wow! Und 10 bis 30er Movemendo. Movemendo, Movemendo. Wieso ist Rakan hier? Oh, er hat mir die Kanone gelastet. Ehrenmann.
Ehrenrakan, ich würde es ihm schreiben, aber ich habe ja Chat aus. Boah, wer? Ja. Not so bad. Was sollen wir machen? Also, wir könnten Full Ability Ace spielen. Mit Leandros. Wobei, Night Harvester gibt ja auch Ability Haste, ne? Brauchen wir Leandros gegen die? Brauchen wir nicht. Gegen die brauchen wir keinen Leandros. Brauchen wir Night Harvester gegen die? Naja, verkehrt ist es nicht. Wir hätten super viel Movement Speed, wenn wir Proto Cosmo Belt kaufen. Also nicht Proto, sondern Cosmo Belt. Und mit Night Harvester die ganze Zeit das Night Harvester Movement Speed bekommen. Wären wir, ich möchte nicht übertreiben, aber ich denke, nach meinem Freiwilligen Master Yi der schnellste Vampir der Welt. Denke ich. So denke ich. Wir müssen nur gucken, dass ich jetzt hier nicht overpushe. So, und wir brauchen natürlich erstmal unser Night Harvester, weil der Protobelt-Ding Cosmo... Mann, Cosmo-Belt. Keine Ahnung, wie der heißt. Der geht ja erst ab 160er. Cosmic Drive. Okay, cool. Nice Damage. Richtig strong. Richtig strong Damage. Hier, nimm das. Dann nicht. Dann nicht. CDR-Boots, ja, CDR... CDR-Boots, ja, nein, vielleicht. Das ist jetzt die Frage. CDR-Boots? Ich meine, mit Flash zusammen ist das schon cool, ne? Boah, CDR-Boots. Was habe ich denn sonst gemacht? CDR-Boots klingt schon verlockend, aber dann machen wir irgendwann auch kein... Ich meine, Vladimir mit Damage ist halt auch cool, ne? Wenn du so Gegner one-shottest. Ja, was will sie machen, ganz ehrlich? Nice Gank. Nice Gank. Also, lieber viel mittelprächtigen Damage, das einmal viel und dann nie wieder. Naja, aber manchmal, wenn... Vladimir ist ja so, du engaged und dann muss der, den du engaged, sterben. Und wenn der nicht stirbt, dann... Das ist so, als wenn du einen Sniper für deinen Krieg kaufst. Der muss jemanden töten, den wichtigsten Anführer. Aber er tötet ihn nicht. Und dann hat der aber... Er hat einen Sniper, was öfter schießen kann. Cool. Cool, 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 cool. Schneller schießen kann. Cool, 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 cool. Aber jetzt rennt der Gegner weg und ist am Leben. Also lieber ein Sniper, was nur einmal schießt, oder nicht? Okay, Botlane ist irgendwie Accent aigu. Kriegt kein Geld mehr. Da unten ist es lecker. Was ist denn jetzt mit Z? Geht der auch nach unten, oder was? Ja, du bist Level, du bist gleich tot, Brudi. Aber kann ich nichts für. Also, der geht doch jetzt. Ja. Na gut. Naja, Guarde. Hä, wo ist der Z? Ansonsten nehme ich mit eine Platte. Die Kanonen sind ja jetzt stärker, die schießen 30% schneller. Auf alles. Außer auf Minions. Und auf Champions. Also eigentlich nur auf Türme. Der war echt choppen. Wow. Okay. Ich glaube, den kann ich töten, oder? Oh, er killt mich. Nee, tut er nicht. Oh, bitte keine Blades, bitte keine Blades. Oh, Glück gehabt, Glück, 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 Glück. Okay, er ist aber about to die, almostly. Ich könnte ihn gleich dien. Na, wobei ohne Ignite, nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich will jetzt nicht meinen Flash verschwenden. Komm, 3, 2, 2, 2, 2, 2, jetzt. Boah, jetzt habe ich Pool. Oh, mit der habe ich nicht mehr gerechnet. Miststück. Was heißt Miststück auf Englisch? Was ist Mist? Trash ist Schrott. Mist ist Shit. Ein Shit. Was ist Stück? Shitpiece. Oh, das ist sogar ein echtes englisches Wort. Oh, das war so bad. Das war so bad von Warwick. Das war bad 1000, actually. Gut, okay. CDR-Schuhe? Ja, komm, machen wir jetzt. Probieren wir es mal. CDR-Schuhe sind CDR-Schuhe. Oh, er lebt noch, der Warwick. Wow, wow, alle in der Mitte. Aram, wow. Wann habe ich Aram gecued? Schön. Einfach alle Toplaner in der Mitte auch. Shen, Jax, Botlane sind in der Mitte. Das ist ein bisschen greedy, Nira. Daran müssen wir noch arbeiten, ja? Ich schreibe dir mal einen Termin für Mittwoch, ja? Therapiestunde. Daran müssen wir arbeiten. Gib mir dein Leben, du Knecht. Okay, jetzt geht's wieder los mit dem One-on-One, more or less. Ja, CDR-Boots sind schon cool, ne? Wobei ich glaube, dass in diesem Bild actually CDR-Schuhe nicht so gut sind, weil je mehr CDR man hat, umso schlechter ist es ja. Wir haben mittlerweile so viel, dass es schon bad ist, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Eher nicht so.
Och Leute, können wir jetzt mal langsam uns ein bisschen reduzieren vielleicht? Hat die Ult? Nee. Hier, nimm das. Dankeschön. Wir müssen jetzt aufpassen, weil er eventuell Ultimate hat. Warten wir noch im 6. Nach 6 kann er uns nichts mehr. Okay, jetzt kann er uns auch nichts mehr. Na 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 na. Okay, was? Okay, auf geht's. Jetzt haben wir halt schön CDR. CD und R. CD und R. Und zack. Ja, das tut erstmal weh, aber es tut eigentlich nicht weh, weil wir sind der CDR-Saugstauber. Zack. Hä, hey, hab ich das nicht auf ihn gemacht? Aber das war gar kein Empower. Doch, das war ein Empower, das oder nicht? Wir können uns halt jetzt so krass ultra oft hochheilen, dass es insanely insane ist. Und gleich haben wir Ignite. Dann könnten wir, falls er da bleibt, ihn töten. Aber er... Ah, doch, er ist noch da. Cool. Aber er hat noch echt viel Leben. Frage ist, er hat seine Ult vor meine, I guess. Aber haben die nicht Vladimir Ult gebufft? War das nicht das? Ich glaube, this it was. Komm, jetzt. Ah, shit, Alter. Oh, das ist jetzt bad. Das ist ein bisschen greedy, du. Aber ich bin ein Vampir. Er kann mir nichts. You cannot do. Was will er schon tun? Er kann nichts. Wir warten jetzt ein bisschen defensiv und saug. Oh, das ist jetzt ein... Jetzt könnte er ulten. Jetzt könnte er ulten. Jetzt, an seiner Stelle wäre ich jetzt gewählt. Jetzt müssen wir 15 Sekunden warten. Okay, wir sind aber am Kalk... Wir sind einfach der unendliche Saugsauger. Immer schön defensiv. Solange Pool nicht da ist, defensiv. Guck mal, jetzt sind wir wieder full life, Leute. Hier ist CDR halt Sahne, ne? Sahne. Sahne. Jetzt sind wir wieder full life. Und deswegen hasse ich es, gegen Vladimir zu spielen. Sind wir ehrlich. Wenn er jetzt da ist, dive ich ihn. Oh, da ist er sogar. Oh, schon wieder verkackt, das gibt's doch nicht. Irgendwas ist verkehrt, Leute. Komm schon. Ah, shit, irgendwas. Ich glaube, ich habe zu lange kein Vladimir mehr gespielt. Oder habe ich getroffen? Ich glaube nicht. Wie habe ich denn... Ich muss aber auch sagen, ich habe gerade instant meine Combo verlernt. Kennt ihr das, wenn ihr nicht mehr wisst, wie eure Combo geht? Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe gerade E und dann habe ich... Hä, geht das nicht so? Wie habe ich das denn sonst immer gemacht? So, ich denke, wir gehen hier Night Harvester ja schon, ne? Also, hat die nicht irgendwas an der Flash eh verändert? Vielleicht ist es auch das? Ne, ich glaube, beim ersten Mal hat es geklappt, nur ich habe sie nur nicht getroffen, weil ein Minion dazwischen war, oder? Also jetzt müssen wir überlegen, entweder sie haben was verändert oder ich habe es instant verlernt. Also ich mache E und wenn ich dann flashe, löst das, glaube ich, noch nicht instant aus. Ich glaube, wenn ich E und dann mit demselben Finger auf Flash gehe, müsste das noch klappen, aber das sah gerade überhaupt nicht so aus. Diesmal hat die Ult getroffen. Ja, die Ult trifft doch immer, oder nicht? Geht ja nur um die E. Ja, müssen wir mal beobachten, Leute. Beobachtung. Wie viel kostet Night Harvester? 900. Der Warwick fightet gerade am Dragon Denoso Denegen. Ich brauche noch einen Saugi. Bin da, aber ja. Sad Story. Bisschen sad. Ist denn ein Ding noch hier, ist die Frage. Ist noch Will Shen kommen? Okay, der ist resettet, passt. Dann brauchen wir da jetzt auch nicht hingehen. Die werden jetzt eh nicht nochmal machen. Rudi, nicht! Oh. Bei der ersten Ulti hat sie nicht getroffen? Glaube ich nicht. Der Locker hat meine Ult getroffen. So, gut. Gut, gut. Platten wären nett. Eine schöne Platte. Eine schöne, leckere Platte zum Mitnehmen. Einmal zwei halbe Haaren. Dankeschön. Also müssen wir mit Flash gleich beobachten. Oh, der ist killable. Was? Problem ist, ohne Flash komme ich halt nicht an ihn ran. Good luck. Oh, shit. Das ist jetzt bad. Sehr bad. Sehr, sehr bad. Sehr, sehr bad. Sehr, sehr bad. Sehr, sehr bad. Bad 1-12.000. Scheiß. Braum. Warum ist denn der da? Der Braum. Ja, ist auch Triad und... ich meine nicht Triad, sondern es war... Greedy. Greedy und dumm. Wieso ist Braum in der Mitte? Du... Wieso ist Lucian in der Mitte, du? Mach mal den Tower da jetzt platt. Ah. Okay, aber wir haben jetzt Night Harvest und jetzt haben wir genug AP, ja. Wenn wir jetzt den kosmischen Drive kaufen, dann müsste es fein sein. Hier, 3000. Dann kriegen wir einfach... Alter, dieses Item, Leute, hat 40 Ability Haste. Holy Toledo. Okay, dafür hat es halt... Es ist halt das Unique-Ding. Es sind halt aber, ne, dafür hat es dann keinen Effekt so gesehen. Außer noch ein bisschen Mobility. Aber es ist permanent, oder? Die 10 bis 30er sind dann permanent. Was schon ziemlich cool ist.
Ja, Leute, hier gibt's mir jetzt erstmal eine AP. Danke. Ja, was hat denn der Eclipse auch, Leute? Können wir mit Aram aufhören? Ich will einfach nur ich und er. So, Leute. Das ist so, als wenn du sagst, ja, heute Date. Dann sagt sie, ja, wäre okay. Wäre es okay, wenn meine Freunde auch mitkommen? No joke. Hatte ich. Zweites Date. Sie sagt, ja, ist okay, wenn meine drei Freunde mit dabei sind. Ja, nee. Fand ich nicht okay. Gib mir dein Leben. Oh Mann, wird das nicht irgendwann langweilig? Gib mir dein Leben. Stirb. Leute, was? Ist das... Ich meine, Leute. Er ist auch schon wieder da. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich keinen Bock drauf habe. Und dann haben wir uns so getroffen. Naja, ich habe gesagt, ich finde es nicht schlimm. Aber halt nicht so früh. Also Leute, was ist denn das? Wenn mal alle Lanes ein bisschen mehr accelerieren würden, dann wäre in der Mitte, dann würde ich... Ich würde Zed, ohne Witz, ich überrolle Zed. Ich rolle wie ein Bulldozer über ihn drüber. Ja? Aber das geht nicht, weil da überall mir Steine in den Weg gelegt werden. Große Steine. Nicht okay, bist dann aber mit deinen Freunden... Nee, ich habe ja halt wirklich dann einfach gesagt, so von wegen, ja, es ist halt... Ich würde ja erstmal dich gerne kennenlernen und nicht deine Freunde. Und sowas. Die Evelyn könnte ich one-shotte. Mache ich auch. Na, reicht noch nicht, aber die ist tot, oder? Shit. Leb. Was macht ihr da oben alle? Helft mir doch mal. Hier, Shen, du bist Shen. Mach irgendwelche Dinge, die halt Shen macht. Einfach ignoriert nach Leute. Ich bin doch gerade am Zocken. Ich hab's gesehen. Leute. Wär's, wenn ihr das kauft? Leute, ihr könnt doch nicht ein Date mit jemandem kaufen, während er noch in einem anderen Date ist. Das ist so, stellt euch vor, ihr seid auf einem Date, ja? Mit eurem Boy, mit eurem Girl. Und dann kommt schon der Nächste und steht dahinter schon und sagt, ja, ne, mach mal schnell, ich bin gleich, dann bin ich gleich dran. Geht so nicht. Geht so nicht. Ja, das Problem bei dieser einen Situation war auch die, sie meinte halt, ihr Argument war das, dass sie gesagt hat, ja, meine Freunde kennen mich halt und sie können dann sagen, ob das passt oder nicht, so. Aber der Punkt war der, jetzt wird's tricky, dass ich glaube, dass der eine, also ich glaube nicht nur, ich weiß, der eine Freund von ihr stand auf sie. Und... Wenn man dann natürlich den mit dabei hat, dann redet der einen natürlich logischerweise schlecht. Es ist tricky, es klingt nach X-Faktor. Oh shit. Ich lebe noch, ich lebe noch. Mach was, Shen, Shen, Shen. Ja, schön, Shen-Dinge. Schön, mach den Shen-Schlag. Ja, schön, 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 schön. Ich hab noch viel. Schön, 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 schön. Oh, schön, Shen ist broken. Shen ist broken. Okay, also CDR ist schon cool. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mehr viel. Dann haben wir gleich den Drive, oder? Den Drive-In. Den Drive-In. Wie wär's mit dem Turm? Okay, Leute, dieses Game ist ohne Witz so ein Aram-Gefecht. Richtiges Aram-Gefecht. Einfach gequeued. Ich habe die falsche Q erwischt. Einfach die falsche Q erwischt. Okay, aber wir haben jetzt den Drive-In. Sehr schön. Was kaufen wir jetzt? Rabadon, safe. Ein ganz klassisches, safes Rabadons. Da klär mal einer, warum Knössi eine TV-Show bekommt. Ja, ich habe gehört, die soll aber nicht so gut gewesen sein. Aber reden, sagen, keine Ahnung. Vielleicht war sie auch gut. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Vögel machen ist immer nicht so geil. Mit Vladimir Vögeln ist nicht so ein Dill. Willst du sie gleich küssen oder was? Wann bin ich endlich dran? Ja. Ist so.
Das ist nur Harald. Dann lass mal schnell fertig machen. Wir könnten natürlich auch Stundenglas bauen, aber nee, es muss schon knallen, Leute. Ne? So. Sehr schön. Jetzt haben wir 100 Ability Haste. 100. 100 Haste. 100 Haste haben wir. Du. Hast du 2 Q an deiner Tastatur? Ist korrekt. 3 sogar. So. Ich brauche nur einen Flash. Ein schöner Flash. Ein schöner Flash. Batz. Also jetzt langsam ist halt die Zeit der unendlichen Zahnpastatur gekommen. Die Zeit der Unterdrückung ist angefangen. Weil, ich mache jetzt mega Damage, mega oft. Naja, also da fehlt noch Rabadons, aber ich bin jetzt schon ziemlich strong. Ich bin schon ziemlich strong jetzt, du. Können wir da unten was machen? Hier ist halt eine Evelyn eventuell, aber ich würde es... Ja, die Frage ist, vielleicht läuft er nach rechts sehr gut. Die Frage ist, komm. Guten Tag! Guten Abend! Guten Abend! Bleh. Komm, ich bin... Vladimir, ich bin noch schnell, oder nicht? Oh, ich bin wirklich schnell. Guck dich an, ich bin schnell. Oh, ich bin schnell. Ich müsste ihn nur mal schlauen, das wäre ein guter Deal. Ein guter Deal wäre das. Komm. Ich bin schnell. Du bist langsam, ich bin schnell. Komm, eine noch. Na, eine noch. Oh, shit. Okay, jetzt kommen die gleich alle. Meint ich sollte einen Drehover machen? Nee, wir gehen weg. Kein Drehover. Da kommen auch irgendwelche Boys und Girls. Slip. So, ich habe jetzt Flash. Ich könnte, aber ich glaube, wir warten noch eben Ultimate. Und dann könnte ich jemanden one... Ich weiß halt nicht, ob ich one-shotte, weil wir haben CDR Fullbild, Leute. Wir machen halt nicht den allergeilsten Schaden, ne? No! Ah. Traurig. Das war worst, saddest Anime-Openings einfach. Oh, da kommt ein Evelyn. Und da kommen ganz viele Leute. Und. Oh, shit. Okay, bad. Aber wir haben Shen und Warwick. Leute, Tankdesign. Shen und Warwick, beide Sunfire. Brauche ich gar nicht hingucken. Das Freewind. Ohne Hände kann ich zugucken. Ohne Hände Gameplay zugucken. Oh, Warwick ist tot. Shen. Oh, I'm exhaust. Ja, okay, aber gut. Passiert. Alle tot. Alle tot. Ja, dann zum nächsten Date. Wer ist dran? Okay, gut. Wir haben das. Free game. Very free. Full free. Full free. Ist halt kacke, dass mein Flash gerade in die Hose ging. Oh, boy, schon wieder. Ja, komm. Oh, shit, das war mal wieder... Mann, ich bin aber voll langsam gewesen. Warum? Irgendwas hat mich langsamer gemacht. Ach, die hat Red Buff. Scheißenkleister. Naja, okay. Ja, aber Leute, wir haben ohne Witz, jetzt mal ohne Witz und Worte, wir haben nur 50 Sekunden auf Ult. Mehr nicht. Also wir haben so viel CDR, holy Maroli. Problem ist, Leute, ach Leute. Leute. Ihr rennt aber auch wieder maximal runter gerade. Maximus Interpretatius. Einfach richtig schnell am Rennen seid ihr wieder. Freunde der Sonne. Ich bräuchte halt Ult. Das wäre nicht verkehrt. Aber ich würde Stress machen. Stress würde ich machen. Komm schon. Batz. Und weiter geht's. Weiter. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. 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 Heute fährt die 18 bis nach Heil mich schnell noch hoch. La da 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 da. Ich hab eine Ult. Oh, alle geht noch. Nee, einer lebt noch. Wer lebt noch selbst? Okay, cool. Wir brauchen Rabadons. Mit Rabadons wäre es richtig later, Makaru. Raider, was? Badabu, badabe, badaba. Was ist das für ein Drache? Lass mal Drache machen, Leute. Drache. Was? Vielleicht können wir den Tower vorher getten. Getty Spaghetti. Okay, mutig. Kommt der nicht. Also ich bin jetzt wirklich... Also gib mir noch Rabadons, dann wird... Leute, jetzt back. Go back. Und Bot. Drake. Kann ich noch ein bisschen saugen? Cool. Wäre killable.
Ah, shit. Aber ich habe sie getroffen. Jetzt! Oh, okay. Ja, ich bin... Boah, ich bin super schnell. Ich bin Speedboot. Unterwasser-U-Boot-Speedboot. Zeige ich nur wieder meine... Und Witz. Das ist einfach Worst Ultimate Gameplays. Ich habe wieder OW. Gleich. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, Sekunde zu früh reingegangen. Aber töte sie. Komm, Vayne. Das, was du machen kannst, ist chasen. Go jetzt. Go. Vayne ist tot. Oh, go. Okay, cool. Schön. Können wir mal Rabanons jetzt haben? Oh, Mann. Hat da jemand saugen gesagt? Ja, hallo, Hatfield. Grüße. Ja, saugen. Dyson-Staubsauger. Ja, ich habe jetzt ein paar Mal reingehittet, muss ich sagen. Aber ich nenne das auch Verantwortungsübertragung. Dadurch hat jetzt Vayne mal Kills bekommen und der Rest ist ein bisschen mehr on fire. Ne? Würde ich behaupten. Ja, ich hätte hier schon einiges verbessern können, aber... Leute, was willst du machen? Ne? Jetzt muss halt Vayne carryen. Jetzt bin ich nicht mehr in der Carry-Schuld. Sie ist jetzt in der Bring-Schuld. So, ich würde sagen, wir pushen mal Topline. Haben wir Drache, haben wir bekommen. Wir haben sogar fast die Seele. Wir haben zwei Tanks. Warwick stirbt ein bisschen oft noch, aber naja, also ich meine dafür, dass er so tanky ist. Hast du davor gesagt, kann ich da mal saugen? Ja, es wird ja wohl noch erlaubt sein, mal saugen zu dürfen, oder nicht? Oder ist das jetzt auch schon verboten? Gut. Wie viel? 1,3 50. 1,3. Okay, 1,3. 1,3. So. Wir haben auch wieder Flash, Leute. Der nächste Kill wird ein geiler sein. Aber ich würde gerne Rabadons davor. Wenn ich die Tower habe, glaube ich Rabadons. Wie viel Schaden wir dem machen, Brudi. Da wird gebased. Aber ich mach den Tower. Ja, ich komme. Ich brauche aber noch einen Saugi. Saugi brauche ich noch einen. Ja, ich komme, ja. Ganz ruhig. Wichtig ist, dass du ruhig bleibst. Jetzt zu mir kommen. Jetzt macht genau das. Und Feuer! Und Butz! Wow! Schön! Jetzt haben wir richtig Damage. Wir haben sogar jetzt richtig Damage. Wir können jetzt noch... Boah, Leute. Ich würde sogar so weit gehen. Ich weiß, was wir machen. Also jetzt, wenn du an dieser Gamephase als Vladimir bist, ist halt wirklich broken. Man hätte den Bild anders machen können mit früher Rabadons und so. Als super Hard Carry hat man Rabadons immer früher gebaut. Aber Rabadons wird auch genervt. Aber jetzt, Leute, passt auf. Ah, scheiße. Ich glaube, das Ding ist teurer geworden, ne? Ich glaube, das kostet jetzt 1,4. Mist. 1,250. Wir könnten noch 50 warten. Oder wir laufen und töten den Golem. Schaffen wir das in der Zeit? Sehen wir gleich. Das und vieles mehr. 30. 20er. Oh, vielleicht schaffen wir einen. Einen schaffen wir. Batz! So, 7 Gold. Best back. Und schnell zurück. Komm, go, schnell! Shit. Hast du genug für Pinkwort? Ich habe genug für Magis. Wenn das deine Frage beantwortet. So. Schön. Und jetzt haben wir 600 AP. Das ist ziemlich gut. Jetzt bräuchten wir noch eigentlich noch Voidstaff. Schundler wäre auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ein Voidy ist hier der Deal. Ein guter Deal. Und jetzt würde ich engagen und kann... Ich würde sagen, ich kann jeden Gegner one-shotten, außer Brellen. Oh, guten Tag. So viel dazu. Und... Feuer! Shit! Das gibt's nicht! Ich glaube, die haben da was verändert. Die haben die Interfrequenz verändert einfach. Ich spüre da was. Oh, ja, ich habe eine zweite Chance. Schön! Ich bin U-Boot. U-Boot. Oh, shit, jetzt habe ich kein Ult. Aber ich bin... Vladimir, was wollt ihr tun? Jetzt mal ehrlich, was wollt ihr tun? Hä, wo sind die alle hin? Geister sich. Also, Leute, wer Geister sich baut, der muss sich auch nicht wundern, ne? Oh, ich mach. Batz. Hab ich ihn getroffen? Nee. Ist er schon weg? Nee, also Geister sich, das machst du nicht. Komm schon, irgendwer, ich will. Gib mir jetzt! Gib nach mir, I don't care! Don't care! Oh, der Heal! Und nochmal. Und ich hab wiederholt. Und nochmal! Oh, shit. Aber okay. Schön! Das war schön!